So Leute, ich melde mich zurück. Diesmal direkt mit einem Video, kein Livestream, kein Aufwärmen und so weiter. Aber eine Sache fehlt noch. Aus einer Notlage heraus. Es werden jetzt öfter solche Videos folgen, wo ich einfach mal mit euch rede. Das hier ist kein Reaktionsvideo. Hier geht es jetzt um ein elementares, wenn nicht das elementarste Thema im Krafttraining schlechthin. Und ich verzweifle daran. Ich verzweifle regelrecht daran, dass immer noch nicht, seit den 80ern und 90ern, in den 90ern habe ich angefangen zu trainieren, Ende der 90er, diese Lehre scheinbar im Social-Media-Bereich angekommen ist. In den 90ern haben wir noch eine ganze Menge Fehler gemacht. Beispielsweise gab es immer noch das hartnäckige Gerücht, dass man mit dem Trainieren der Bauchmuskeln sein Fett los wird oder dass man umso mehr Masse man hat oder umso kräftiger man aussieht, desto mehr muss man wohl trainieren. Manche Leute sagen mir heutzutage immer noch, die gar keine Ahnung haben, vor allem im Ausland meistens, mein Gott, Everyday Gym? Bist du wirklich jeden Tag im Trainingsstudio? Ja, natürlich, ich übernachte dort, ich trainiere dreimal am Tag. Und seit der Zeit sind eigentlich mittlerweile schon die meisten Gerüchte durch. Man weiß mittlerweile, wie man sich zu ernähren hat und dass Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Man weiß mittlerweile ungefähr, wie man trainiert. Und man weiß mittlerweile, wer um dich Hilfsmittel nimmt und wer nicht. Man kann es grob einschätzen. Aber ich finde es so seltsam, dass immer noch nicht angekommen ist, dass ein Muskel nicht zu oft trainiert werden darf. Da draußen sind immer noch so viele Übermütige von euch, die meinen, den Muskel zweimal oder sogar dreimal die Woche trainieren zu müssen. Und damit meine ich die Muskelpartie, nicht grundsätzlich trainieren zu können. Und ich verstehe es nicht. Seit 15, seit 20 Jahren wird es immer wieder geprägt. Nein, weniger ist mehr. Ihr müsst regenerieren. Ihr müsst vor allem viel essen. Regeneration ist alles und so weiter. Egal, ob auf Stoff oder nicht auf Stoff. Die Leute, die auf Stoff sind, regenerieren wesentlich besser. Die können sich vielleicht gerade noch erlauben, ein bisschen mehr zu machen. Aber gerade die, die es nicht sind, die müssen damit kämpfen, dass das zentrale Nervensystem wesentlich schwieriger nachkommt und dass die Muskeln wesentlich langsamer aufgebaut werden. Und die können ganz sicherlich nicht zweimal trainieren pro Woche. Nun ja, jetzt habe ich es wieder gehört in einem neuen Video von Mischa, der es zum Besten gibt, dass er meint, man solle doch zweimal die Woche trainieren und bloß nicht zu oft. Trotzdem zweimal die Woche? Außerdem, vor kurzem hat es auch Jill von Road to Glory gesagt, zweimal die Woche den Muskel trainieren und hatte eine tolle Rechnung und hat sie einfach gesagt, Leute, wenn ihr ungefähr 50 Trainingseinheiten für die Brust nur im Jahr habt, nur weil ihr zweimal die Woche trainiert, dann habt ihr immerhin 100 Einheiten in der Woche. Das ist ja schon viel mehr. Tolle Rechnung. Dann kann ich auch wirklich danach gehen, hey, und wenn ich 350 Einheiten davon habe von der Brust, das ist ja noch mehr. Aber wir wollen es jetzt mal nicht nur bei einem emotionalen Ausbruch lassen. Nein, ich werde euch jetzt mal im Folgenden einiges dazu sagen. Und es folgt der ultimative Selbsttest für alle da draußen. Ja, wir haben nämlich die glückliche Lage, wir können es testen und dann mit unserer Gedanken- und kognitiven Kraft eine Schlussfolgerung ziehen. Und das ist doch eine tolle Sache, das gibt es selten. Meistens kennt ihr das, wenn man etwas ausprobieren muss, wie welches Supplement schlägt bei mir besser an, welches Protein, welche Training. Da muss man meistens 5, 6 Monate trainieren und selbst dann kann man es nicht richtig evaluieren, weil eine ganze andere Menge Faktoren mit einspielen. Hier haben wir aber die glückliche Lage, es folgt ein Selbsttest, mit dem ihr euch beweisen könnt, dass Regeneration wichtiger ist. Oder die genetischen Ausnahmefälle, und die gibt es durchaus, ich rede hier nicht für jeden da draußen, für die das nicht zutrifft, die können sich damit beweisen, dass sie durchaus mit zweimal die Woche gut zurechtkommen. Grundsätzlich muss ich hier mal wieder einstreuen, obwohl das eigentlich als kleiner Claim überall unter jedem einzelnen Fitnessvideo da sein müsste und stehen müsste, dass natürlich 7 Milliarden Menschen 7 Milliarden verschiedene genetische Voraussetzungen mitbringen, gerade für so einen Sport. Und deswegen ist immer wieder gilt, da draußen, dass ihr herausfindet, was für euch richtig ist. So viele verzweifeln ja auch da. Der YouTuber sagt das, der Trainer sagt das, was stimmt denn jetzt? Die sagen ja alle so unterschiedliche Sachen. Tja, aber darin erkennt man doch eine Wahrheit, nämlich die Wahrheit, dass es so unterschiedliche Sachen gibt und die alle funktionieren. Ihr seht mich, ihr seht andere und ihr seht, dass wir alle einen guten Körper haben und einen überdurchschnittlichen Körper aufgebaut haben. Jetzt kann es sein, dass manche falsch trainieren und diesen aufbauen und ihr großes Potenzial damit verpassen. Aber in den meisten Fällen schaffen sie es ja irgendwie. Und diese Menschen haben es meistens über Jahre herausgefunden, was für sie funktioniert und geben es dann zum Besten. Auch das tue ich natürlich.
Man hat einen groben Korridor, nach dem wir uns orientieren können. Wiederholungszahlen, Anpassungstraining, Gewichte steigern, wie und so weiter. Aber das ist nur ein grober Korridor. In dem Korridor ist eine ganze Menge Platz nach rechts und nach links. Dennoch, das im Hinterkopf behalten und jetzt mein Plädoyer, warum man nur einmal in der Woche den Muskel trainieren darf. Und das gilt für 99% da draußen. Ich behaupte, mäßig Fortgeschrittene bis Fortgeschrittene, wohlgemerkt, nicht die Lauchs und Anfänger, mäßig Fortgeschrittene bis Fortgeschrittene, die also schon so ein gewisses Muskelvolumen erreicht haben, die man schon, wenn sie ein T-Shirt ausziehen, ansieht, ah, ihr macht Krafttraining, die also schon überdurchschnittliche, volksüberdurchschnittliche Muskulatur haben und darüber verfügen, diese können nur einmal die Woche den Muskel trainieren. Zum einen gibt es eine ganze Menge Argumente dafür, wie erhöhtes Muskelvolumen fordert auch einen erhöhten Regenerationsanspruch. Kleines Beispiel, habe ich nur so einen kleinen Brustlappen und zerstöre, ihr wisst, beim Training zerstört ihr Mikro, macht mit Mikrotraumata, sorgt ihr für kleine Risse und Verletzungen im Muskel. Das wird wieder aufgebaut, überkompensiert und dadurch wird ein wenig über den normalen Muskelhabitus, den ihr vorher hattet, aufgebaut. Das ist so die grobe Theorie des Muskelaufbaus. Das heißt, ihr zerfetzt jetzt von diesem kleinen Muskel so ein bisschen was und müsst das wieder aufbauen. Das ist ein wenig für euren Organismus, für die Zellen, für die Proteine, die bereitgestellt werden müssen, für die ganzen Baustellenapparatur, um diesen Muskel aufzubauen, ist nicht viel erforderlich. Habe ich jetzt so ein Brustkotelett, so ein Markus-Rühl-Brust, und in einem Training zerstöre ich davon den gleichen Teil, den gleichen Anteil, sagen wir mal 1% davon, 2% davon, dann muss ich immerhin ein halbes Kilo Mettfleisch oben drauf setzen. Und das muss ebenfalls der gleiche Organismus machen, mit einem Herz, das nicht in der Form viel größer ist, wie die Brust vielleicht. Denn das Herz wächst nicht um ca. 5000% an. Auch nicht bei den Leuten, die stoffen. Das heißt, all das, der ganze Metabolismus muss jetzt wahnsinnig viel Brustmuskel aufbauen, weil wahnsinnig viel zerstört worden ist. Also umso mehr Muskulatur ich habe, desto mehr brauche ich eigentlich dann auch an Regeneration, wenn ich diese Muskulatur richtig gereizt habe. Irgendwann kann so ein Mastschwein-Masse-Monster einfach nicht mehr hart trainieren und dann direkt 2 Tage wieder loslegen, weil es einfach bis dahin noch nicht wieder repariert ist. Das nächste ist, dass erhöhte Trainingsgewichte natürlich auch wesentlich mehr das zentrale Nervensystem fordern. Das heißt, umso fortgeschrittener ihr seid, desto mehr wird euer Körper unter Druck gesetzt im Training, unter Stress gesetzt. Denn es ist nicht wie bei einer Muskulatur. Natürlich ist es im Verhältnis das Gleiche, wenn ein Lauch 40 Kilogramm Bankdrücken macht, 6 Wiederholungen und dann fertig ist. Für die Muskulatur ist es das Gleiche, wie wenn jemand, der richtig fortgeschritten ist, 250 Kilo nimmt und damit 6 Wiederholungen macht und nicht mehr kann. Beide kommen am Limit nach 6 Wiederholungen an. Es ist für die Muskulatur so ziemlich das Gleiche, aber nicht für das zentrale Nervensystem. Der eine drückt mal eben so ungefähr das 2- bis 3-fache seines Körpergewichts vielleicht, wahrscheinlich zumindest das Doppelte. Und der 40-Kilo-Typ, der trainiert vielleicht mit der Hälfte seines Körpergewichts. Das ist schon was anderes. Und außerdem ist es immer noch ein menschlicher Körper mit den gleichen Knochen, Gelenken, Sehnen, denn die werden nicht aufgebaut. Und die werden mit einmal 250 Kilo, also eine Vierteltonne belastet, und einmal mit 40 Kilo, was für mich eine Kurzhantel ist. Allein das macht schon einen Riesenunterschied fürs zentrale Nervensystem. Und wenn ich so weit fortgeschritten bin, dass ich zumindest meine 100, 120 Kilo Bankdrücken mache, meine 160, 170 Kilo Kreuzheben oder Kniebeugen, dann werde ich mich davon nicht so schnell erholen wie früher, als ich das Ganze nur mit 30, 40 Kilo gemacht habe. Und zuletzt benötigt mehr Masse auch mehr Formung. Wenn ihr am Anfang ein Lauch seid, dann könnt ihr Bizeps Curls machen, egal welche Übung. Ihr braucht nicht 3 verschiedene Übungen. Ihr müsst nicht Scott Curls machen, dann noch eine, wo der Brachialis besser betont wird, der innere, der äußere Bizeps. Ihr habt gar keinen inneren und äußeren Bizeps. Ihr habt nur einen Bizeps. Und egal welche Übung ihr macht, der ganze Bizeps wird wachsen. Habt ihr aber einmal so einen richtigen Koloss da drin, ob jetzt wie Markus Rühl oder Phil Heath oder sonst wer, dann habt ihr so viel Masse, dass ihr auch mit manchen Übungen mehr den Inneren, mehr den Äußeren, mehr den Brachialis betonen könnt. Dann macht das Ganze Sinn. Jetzt rede ich hier nur von den Bizeps und der ist recht anspruchslos, wenn es darum geht, verschiedene Möglichkeiten der Ausformung zu betonen. Der Rücken ist ein ganz anderes Thema. Am Anfang kann ich vielleicht mal Klimmzüge machen oder nur rudern und dann wächst mein ganzer Rücken. Aber schon sehr schnell, wenn man einen guten Rücken aufgebaut hat, nur einen mäßig guten Rücken aufgebaut hat, gibt es hier so viel Separationen.
Allein in einem Rückentraining muss ich mindestens 3 verschiedene Teile dieses sehr komplexen Muskelgewebes am Rücken, es ist ja nicht nur ein Muskel, austrainieren. Es gibt den äußeren, den inneren Teil, die man sehr unterschiedlich betonen kann. Und natürlich von oben nach unten haben wir sehr viel Raum. Das heißt vom Nacken, der die Schultern eher nach oben zieht, bis nach unten, der die Schultern eher nach unten zieht, beziehungsweise dann eben auch für die Streckung sorgt, haben wir eine ganze Menge, was wir trainieren und beachten müssen. Das geht nicht nur mit einer Übung. Ein richtig komplettes Rückentraining, und das wird man sehr schnell merken, besteht meistens aus mindestens 3 Übungen. Und selbst dann kann man immer noch sagen, man betont nochmal den äußeren Delta, nochmal mit Shrugs macht man das, dann hat man locker 4-5 Übungen und erst dann ist der Rücken komplett. Denn im Rücken haben wir ungefähr 6-mal den Bizeps drin. Und das führt uns nun zu der Theorie, was für ein Split sollte ich eigentlich haben, wenn ich 2-mal die Woche trainiere. Angenommen, ich will die Muskulatur wirklich aufteilen, wie sähe das aus? Ein Mischer sagt uns jetzt, ja, Push-Pull. Heißt so viel wie, wir unterteilen den gesamten Körper in Übungen, wo wir ziehen und Übungen, wo wir drücken. Der Trizeps ist eine typische Drückübung, der Bizeps eine Zugübung. Der Rücken dementsprechend eine Zugübung, Brust und Schultern. Schultern kann man beides machen. Naja, Brust und Schultern gehören aber meistens mehr zu den Push, zu den Drückübungen. Und dann haben wir Beine. Wenn man eine komplexe Übung für die Beine macht, hat man, und da kommt schon das erste Problem, beides drin. Wenn ich Kniebeugen mache, dann ist mein Beinbeuger als erstes im Arsch, weil mein Quadrizeps kann eine ganze Menge ab, weil er auch viel stärker ist. Also wenn ich jetzt Kniebeugen mache, dann habe ich ja beides drin. Nun ja, dann kann man natürlich isolieren den Beinbizeps, eine Pull-Übung und den Quadrizeps, vorne quasi eine Push-Übung. Tja, und wenn ich das Ganze jetzt unterteile, dann habe ich vor allem folgendes Problem als Perfektionist. Wenn ich schon mäßig fortgeschritten bin, dann muss ich immer ein gewisses Prioritätstraining beachten. Am Anfang des Trainings, und wir wissen, wir haben nun mal nicht die gleiche Konzentration, den gleichen Fokus und vor allem die gleiche Energie, um in der 90. Minute genauso einen Reiz zu setzen wie in der ersten Minute. Alles, was wir am Anfang des Trainings haben, wirkt sich meistens wesentlich besser auf Wachstum, Muskulatur und dergleichen aus, weil wir einfach viel konzentrierter sind, die Übung viel sauberer machen können. Und deswegen machen wir auch nicht so komplexe Übungen wie Kniebeugen und Kreuzheben zum Schluss. Aber wenn ich jetzt so einen schönen Push-Tag zum Beispiel habe und ich möchte, dass meine Brust natürlich wächst, wer möchte das nicht, aber soll dann noch nach der Brust die Kniebeugen machen, die anspruchsvollste Übung können wir nicht vergessen. Also machen wir Kniebeugen voran. Und meistens ist es bei mir so, wenn man richtig trainiert, richtig Kniebeugen trainiert, dann bin ich nach 4 Sätzen total im Arsch. 60% meiner Leistungsfähigkeiten sind weg. Mein zentrales Nervensystem dreht schon durch. Dann habe ich richtige Kniebeugen gemacht und das nur 4 Sätze. Und jetzt soll ich dann noch die Brust anfügen und dann noch den Trizeps. Bringt das nur was für einen Trizeps? Ach ja, ich habe die Schultern ganz vergessen. Das gleiche gilt natürlich dann für alle anderen Muskulaturen. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen dann immer ummodeln möchte, mal die Beine voran, mal die Brust voran, hey, da kommen wir doch wirklich in Teufelsküche. Warum nicht an einem Tag konzentriert für die Brust vorgehen und am nächsten Tag konzentriert mit voller Power wieder für die Beine? Naja, würde wesentlich sinnvoller sein. Das gleiche gilt natürlich für jede andere Art des Zweiersplits. Wir haben ja nicht nur Push-Pull, wie der Mischa es vorschlägt, sondern wir haben natürlich jede mögliche Art, wie wir es unterscheiden. Manche machen Oberkörper, Unterkörper. Da haben wir das gleiche Problem. Soll die Brust jetzt ganz zum Schluss kommen oder die Schultern oder der Bizeps an 5. Stelle? Wollt ihr sicherlich nicht. Ihr könnt nicht die Gewichte benutzen, ihr könnt den niemals so aufbauen, wie wenn ihr das vorantrainiert. Ich merke es, wenn ich einen reinen Armtag mache, und das habe ich die meiste Zeit meines Lebens nicht gemacht, aber es macht Höllenspaß, dann habe ich den besten Pump und plötzlich wachsen die Arme besser. Das empfiehlt euch auch jeder Pro. Wenn ihr Probleme mit den Armen habt, macht einen reinen Armtag, weil meistens trainieren wir die Arme natürlich nach einer großen Muskulatur. Rücken, Bizeps, Rücken, Trizeps, Brust, Bizeps oder Brust, Trizeps, was auch immer. Dann ist aber auch, und daran merkt ihr das schon, 60-70% eurer Energie weg. Ihr könnt nicht mehr die gleichen Gewichte benutzen. Aber wenn ihr jetzt plötzlich einen Armtag macht, Hölle, was habt ihr für einen Pump? Hölle, was wachsen die Arme plötzlich? Oh ja, das tun sie. Und bevor ihr jetzt da draußen anfangt, einfach wie wild nur die Armtage zu machen oder so etwas, ihr könnt ja nicht Brust und Rücken an einem Tag trainieren und ihr seht, wir kommen in Teufelsküche. Die meisten reden immer auch da draußen von hartem Training. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Jill und Misha und wie sie alle heißen, da schon alle ganz stolz erzählt haben, wie hart sie trainieren. Trainierst du überhaupt hart genug? Oder wenn sie gerade mal wieder einen Klienten haben oder jemanden, den sie das Training zeigen, dann sind sie so stolz darauf zu sagen, hier, der hat vorher gedacht, der trainiert hart, der ist fertig gewesen nach nur 6 Sätzen. Okay, jetzt trainieren die also besonders hart. Ich weiß nicht, wie es bei denen aussieht. Viele davon geben ja auch vor, natural zu sein oder dergleichen.
Wenn ich trainiere, normal, hart, ja, ich behaupte auch, dass ich hart trainiere, dann habe ich grundsätzlich 3-4 Tage Muskelkater. Das hatte ich mein ganzes Leben, 20 Jahre. Ich mache jetzt seit 20 Jahren Bodybuilding und ich habe Muskelkater jeden einzelnen Tag, den ich trainiere. Mal durch die Reisen setze ich aus für ein paar Monate, dann natürlich nicht, aber sonst lebe ich mit Muskelkater. Und da man progressiv trainiert, die Gewichte anpasst und immer das meiste gibt und immer an die Grenze geht, geht der eigentlich auch nicht weg. Da gibt es keine große Gewöhnung. Denn beim nächsten Mal hast du dich an etwas gewöhnt, steigerst du es ja wieder. Und wenn man jetzt mit diesem Dauermuskelkater rumläuft, wie soll man dann 2-3 Tage später wieder sinnvoll trainieren? Markus Rühl stimmt mir da vollkommen zu. Auch der hat schon einiges dazu gesagt. Jetzt jemand richtig ins Bodybuilding einsteigen will oder sogar auf den Kraftsport, dann kann er das nur einmal die Woche durchziehen, den Muskel zu trainieren. Wenn jetzt einer sagt, ich trainiere so ein bisschen aus Fitness und weil ich aber ein bisschen guten Körper haben will und das Kraftniveau ist vielleicht eher so im Hintergrund, sondern eher so, ja, ich mache so ein bisschen Fitness und trainiere, dann ist es natürlich okay, wenn er auch zweimal trainiert. Wie gesagt, immer das, was man will, als Ziel vor Augen haben will, dementsprechend muss ich mein Training gestalten. Und das bringt mich direkt zum nächsten Thema. Wenn das Geheimnis wäre, trainiert zweimal die Woche, das ist doch viel besser, weil das ist ja doppelt so viel wie die anderen, dann würde doch jeder Profi da draußen und die richtigen Profis, die Bodybuilding-Profis, die auf der Olympiabühne stehen, dann würden die das doch alle machen. Jetzt frage ich mich aber, und bitte beobachtet das mal, schaut euch mal das typische Training an von Jay Cutler und Co., von allen möglichen Leuten, die jetzt da auf der Bühne sind. Die haben dann an einem Tag nur Brust. Wenn die jetzt zweimal die Woche alles trainieren würden, wie schaffen die das dann, nur Brust an einem Tag zu trainieren oder einen Armtag zu machen oder einen Schultertag zu machen oder nur die Beine zu trainieren? Die würden nie die Beine koppeln mit irgendwas anderem. Also wie machen die das dann? Oder verpassen die das? Ich meine, das sind Leute, die davon leben müssen. Das heißt, die Millionen kassieren. Bei denen steht alles auf dem Spiel. Nicht so wie bei uns Hobbysportlern da draußen. Bei denen steht alles auf dem Spiel. Die würden jedes Geheimnis, das sie bekommen können und erhaschen können, um den Körper noch besser zu formen, würden die natürlich annehmen. Sofort. Wieso machen die das nicht? Also scheint das ja doch irgendwo nicht ganz angekommen zu sein. Jetzt mag so manch einer da den Zeigefinger heben. Ja, aber die sind ja voll mit Stoff bis oben hin. Natürlich, das beschleunigt die Regeneration. Also, wenn die voll mit Stoff sind bis oben hin, dann gelten trotzdem die gleichen Spielregeln. Warum trainieren die dann nicht trotzdem doppelt oder dreifach oder sogar 4-mal die Woche den Muskel? Immerhin regenerieren die ja auch viel schneller. Also, ich finde insgesamt, wenn man sich das einfach nur mal mit normalem Menschenverstand anguckt, dann merkt man das. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Beweis. So manch einer von euch mag schon ungeduldig rumtippeln, aber vorher trinke ich noch einen Schluck. Für alle da draußen, die gerade mitten im Training sind, das heißt, jetzt nicht gerade erst wieder anfangen oder mal 3 Wochen Pause gehabt haben oder sonst was, bitte, tut euch mal einen Gefallen. Keiner von euch versäumt gerne eine Trainingseinheit. Aber wenn ihr dafür für den Rest eures Lebens, eures Trainingslebens, euer Trainingsplan optimieren könnt, statt jahrelang darauf zu warten, dann wäre das doch natürlich eine Errungenschaft, für die man gerne mal eine Einheit aufgibt. Und genau das wäre eure Hausaufgabe. Ihr habt einen normalen Split. Egal, ob ihr jetzt 2-mal die Woche trainiert oder 1-mal die Woche trainiert. Egal wer da draußen, und ich trainiere auch nur 1-mal die Woche jeden Muskel, aber für mich gilt das Gleiche. Macht mal einen Selbsttest. Und zwar, wenn ihr normale Trainingstage habt, das ist auf alles natürlich anwendbar, Montag, Mittwoch, Freitag, dann trainiert mal, und das könnt ihr am besten testen, vielleicht mit sowas wie Bankdrücken. Versucht mal, eure Bankdrückleistung zu steigern. Da draußen gibt es sicherlich viele, die schon lange nicht mehr gesteigert haben oder auch nicht mit jedem Training ihre Bankdrückleistung steigern können. Jetzt sage ich euch aber, wie ihr sie beim nächsten Mal definitiv, in den meisten Fällen verspreche ich euch das, steigern könnt. Lasst mal für eine Woche alle anderen Trainingseinheiten aus. Angenommen, ihr habt Montag euren legendären Brustbizeps-Tag oder Brusttrizeps, was auch immer. Dann spart euch jetzt mal. Macht diese Einheit noch, so gut ihr könnt, und dann trainiert nichts mehr in der Woche. Kein Rücken, nicht mal die Waden, auch kein Bauch, keine Sit-Ups morgens machen. Volle Regeneration. Und damit meine ich, weiterhin die Supplements nehmen und weiterhin richtig gut ernähren. Als wärt ihr voll im Training. Ja, das gehört dazu. Also nicht gehen lassen, nur noch Schokolade fressen, keine Subs mehr, kein Kreatin mehr oder sonst was. Nein, ihr macht volle Kanne weiter. Wie im normalen Training. Nur jetzt lasst ihr 7 Tage Pause und macht am Montag wieder eine Brusteinheit. Und ich verspreche euch, in den meisten Fällen werdet ihr euch jetzt wundersamerweise steigern. Ihr nehmt wahrscheinlich 5 Kilo mehr, 2,5 pro Seite und macht auch noch mehr Wiederholungen.
Und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt und ihr Energie im Training habt und das ist passiert, dann fangt ihr an zu überlegen, warum? Warum habe ich mich Wochen und vielleicht Monate nicht mehr so stark gesteigert, aber tu es jetzt? Und ich habe noch nicht einmal die Brust ausgelassen. Noch nicht einmal das. Ich habe andere Muskulaturen weggelassen, den Rücken und Beine. Und daran erkennt man ebenfalls die Regeneration von einem komplett anderen Muskeltraining. Blockiert ebenfalls die Regeneration natürlich von den anderen Muskulaturen. War das jetzt ein logischer Satz? Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr also eine richtig harte Beineinheit macht, dann werdet ihr die Brust nicht mehr so gut aufbauen danach und davor. Nein, konzentriert ihr euch auf eine Einheit, würdet ihr ein halbes Jahr nur die Brust trainieren. Pff, ihr würdet Fortschritte machen wie noch nie zuvor. Und das sagt uns zumindest eine Sache, dass euch mehr Regeneration mehr bringt. Und jetzt könnt ihr eine Schlussfolgerung ziehen. Die Schlussfolgerung ist natürlich nicht, wir können die ganze Woche was auslassen, aber zumindest nicht erst recht doppelt trainieren. Denn jetzt würdet ihr noch eine Brusteinheit dazu machen, noch zwei Rückeneinheiten, noch zwei Beineinheiten und die kleinen Muskulaturen, die habe ich noch gar nicht mitgezählt. Wenn ihr also noch fünf Einheiten daneben macht, könnt ihr die erst recht nicht mehr aufbauen. Lasst so viel Pause wie möglich dazwischen, trainiert trotzdem jeden Muskel einmal die Woche und dann werdet ihr sehen, macht ihr wesentlich bessere Fortschritte. Immerhin, ich muss ja sagen, es gibt sicherlich so einige Körper da draußen, die wesentlich besser aussehen als der meine. Ich trainiere jetzt auch schon eine ganze Zeit und ich habe diesen Körper, den ich jetzt habe, nach ca. 12, 13 Jahren aufgebaut. Aber so schlecht sieht er nicht aus. Vielleicht hätte ich es mit einem anderen System besser geschafft, keine Ahnung. Aber ich hatte im Kraftbereich meine Erfolge und von der Masse auch. Ich finde, es kann sich sehen lassen. Also für mich funktioniert es definitiv. Und ich muss jetzt dazu sagen, alle Pros, die ich kenne, und ich war als Trainer eben viel unterwegs, und alle meine Klienten haben bei diesem Test alle das gleiche Ergebnis gehabt. Alle haben sich gesteigert und alle sind besser gefahren mit einem Training einmal die Woche. Probiert es selbst aus, lasst euch die Argumente mal einfach durch den Kopf gehen, gleicht sie ab und macht euch euer eigenes Bild. So, das war's für mich und jetzt hoffentlich mal mehr Videos. Bis bald. Raus.